Oh, hat jemand nicht ein, schon. da hat jemand ein Level, aber ich bin auch kurz davor. Also ich müsste noch ein, zwei Quests abgeben. Ey, ist Potti die köstlich annehmen. Jetzt ist mein Questmob beschäftigt, der blöde Hund. Lass halt den Scheiß. Lass halt den Ghoul in Ruhe. Die zwei Bauern werden damit schon fertig mit ihren Mistgabeln. Ja. Ich hab auch was decursed. Bin aber jetzt im Kampf aus irgendeinem Grund. Ach, ihr seid ja Erntehelfer töten. Wir sind schuld. Und Quest-Item drauf anwenden. Okay. Warum drehen die Erntehelfer eigentlich immer durch? Schlecht. Ist ja auch schlecht verarbeitet. Ja, schlecht programmiert. Schlecht verkabelt. Warum benutzen die dann überhaupt noch Erntehelfer, wenn die wissen, dass die immer durchdrehen? Das ist irgendwie. Damit die Spieler, die hier vorbeikommen, auch damit sie denen wieder Quests geben können. Oh. So, dann den ab in die Mine wieder mal. Können sie uns auch gleich die Quest geben, ein Stück Papier in die Hand drücken, wo auf beiden Seiten bitte Wenden draufsteht. Ja, wenn du jedes Mal 5000 Erfahrungspunkte kriegst, dann ist das eine sehr schöne Quest. Vor allem schön wiederholbar. Daily, einmal am Tag wenden. Und dann zusätzlich gibt es eine Weekly, dass du sie an einem Tag 10-mal wenden kannst. Will eigentlich irgendjemand von euch Gesundheitssteine? Was? Gesundheit? Gesundheitsstein. Lutschstiefel. Ich bin ein laufender Gesundheitsstein. Ich habe einen Heiler hinter mir, also eher Na gut, nein. ich verlasse mich auf meine Steine. Oder kannst du mittlerweile schon einen Brunnen stellen? Ja. Ah. Ja, Meinst du, ich gehe jetzt wenn's deinen hinstellen kannst, dann kannst du mal einen reinstellen. auf dem Rückweg laufen wir dran vorbei. Ach, da hinten steht er ja. So, Wegrollsperrenschlüssel. Moonfire. Moonfire. Du bist doch Baum und keine Eule. Wahrscheinlich den Unterschied nicht Super! richtig, wirklich. Alle stürzen raus, wer kriegt Aggro? Ich. Ja. Der, der es Hihi. verdient. Immer auf die Hexer. Ah, es geht schon weiter. So, hier haben wir gleich noch ein paar mehr Quests zum Abgeben. Kann der scheiß Questbot nicht einfach stehen bleiben? Ich rede mit ihm. Das ist einfach ein Grundsatz der Höflichkeit, dass man stehen bleibt, wenn man mit jemandem redet. Na. So, da drin gibt's auch noch was. Hier ist noch eine Quest zum Annehmen. Ach, der Bernsteinfels. Mücke. So, In vino veritas, die können wir ja auch schnell mal zwischendurch machen. In vino veritas? Okay. Ja. Einmal kurz tauchen. Da freut er sich jetzt wieder, weil er seine Wassergestalt auspacken kann, Was in der Wasserstalt? Ach so. Die Robbe.
Ach, das rülpsende Vieh meinst du? Die Seekuh. Jedes Mal, wenn man sich in die Wassergestalt verwandelt, rülpst das Ding. Du musst halt die Orca-Glyphe holen. Oh, ich habe. Der Captain Igloo will eine Robbe fangen, wie es aussieht. Er wollte dich, glaube ich, gerade zu Fischstäbchen verarbeiten. Ja. Und dann wieder mit seinen Kindern auf dem Schiff allein durch die Welt segeln. Der Pedo-Captain und seine Crew. Genau. Sag ich auch immer. Es ist immer ein bisschen seltsam, dass der alleine mit Kindern on board durch die Weltgeschichte segelt. Ich meine, wo wollen sie überhaupt hin? Nein, vielleicht fahren sie die ganze Zeit um die Welt. Im Kreis. Hauptsache, sie haben Fischstäbchen. Ja. Hey Kinder, ich zeige euch mal ein ganz besonderes Fischstäbchen. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn sie einen Fisch fangen, dann wird er mit 10.000 Hackmessern zerhackt. Mitsamt Gräten. Bis nichts mehr übrig bleibt und das wird dann paniert und in die Pfanne geschmissen. Yay, Fischstäbchen. Hey, wir haben einen Delfin gefangen. Fischstäbchen. Ich glaube, wir verwiesen gerade einigen Leuten den. Ja, Spaß an Fischstäbchen. Wobei, es ist nur gut, ich halte ja persönlich nichts von Fischstäbchen. Ach, für zwischendurch sind sie schon mal ganz okay. Kann ich euch helfen? Ja. Apropos, könnte ich heute auch mal machen. Fischstäbchen, ich habe noch welche. Für die Innenquest gibt es einen ganz einfachen Trick. Man fliegt einfach hier hochfliegen und hier, von hier oben das Seil benutzen. Einmal an der Glocke läuten. seitdem sie hier Flugmounts für die Zone eingeführt haben, mache ich die Quest immer so. Ja, wäre also Blödsinn, wenn man das anders macht. Also oh. Du spielst auf Rollenspiel-Server. Ich bin ein Druide, ein mächtiger Druide. Ich werde euch alle heilen. Meiner. Und du wirst uns nicht kochen. Nein, ich werde nicht kochen. Ich heiße auch nicht Miracoli. Also, wie schaut's aus? Wollen wir erst Naga-Strand machen mit den Vrykul oder wollen wir erst Richtung Tassarian gehen? Jetzt lasst mir erstmal Glocken läuten hier. Ach, warst noch nicht da? Nein. Okay. Der Chrissy hängt immer ein bisschen hinterher. Ja, ich meine, es ist ein Let's Play von einem weg vom anderen Fetzen. Das hey. Das nennt man Effizienz. Effizient und sauber. Ich meine, wir machen ja kein Let's Play innerhalb von 5 Stunden auf Level 100 oder so. Das hätten wir eh schon versaut. Da haben wir die ersten 3 Aufnahmen schon mit verbracht und da sind wir. Irgendwas mit Level 20 gewesen dann. Ja. Kito überrascht mich immer wieder. Ja. Ups. Ja, ich habe ja erst letztens da. Also eigentlich gerade eben erst angefangen, das Best-of zusammenzuschneiden. Bis jetzt habe ich knapp 12 Minuten Videomaterial schon aus den ganzen Folgen rausgeholt. 12 Minuten? Ja. Aus wie viel Stunden? Da fragst mich jetzt was. Wir hatten. Bei wie vielen Folge sind wir? Wir sind schon bei knapp über 80. Jede Folge hat circa 20 Minuten, also. Ich werde euch anhören. Ja. 80 durch 3 ist blöd. Bitte? Wir haben ungefähr 27 Stunden. Oh, wir müssen. Was sind das nochmal für Viecher? Wirkul, ne? Qualdir. Jo. Wirkul, die Qualdir. Das sind Qualdir. Wirkul sind noch ein bisschen was anderes. Sind aber verwandt. Die ganzen. Qualdir sind nichts anderes als Wirkul, die vorgeben, verstorben zu sein.
Und ertrunken, sie sind ertrunken. Das ist glaube ich wichtig für die Qualität. Ja, genau. Qualitätsmerkmal. Ja. Wir sind ertrunken. Und GS geprüft. Und wir tragen Moos. Weil Moos ist bei den Qualdier ein ja Traditionstracht. Gleichzeitig die neueste Mode. Kann etwas Tradition und gleichzeitig neueste Mode sein? Naja, wenn es gerade wieder im Trend ist schon. Ich meine, die Tracht in Bayern ist auch Tradition und es gibt halt immer mal so Phasen, da ist halt in Mode. Beziehungsweise ist es ja eigentlich Mode, sowas auf einem Volksfest zum Beispiel zu tragen. Ja, das ist aber auch nur wegen der Tradition. Das ist auch wegen der Tradition Mode und wieder sehr tiefgründige Gespräche hier. Faszinierend. Ja. Über wie viel Scheiß man überhaupt reden kann. Gestern bei mir im Gilden-TS haben wir zu dritt über die Theorie diskutiert, ob sich das Universum ausdehnt und wieder zusammenzieht oder ob sie sich nur ausdehnt. Es gibt die Theorie, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo sich das Universum wieder zurückzieht. Wenn es nicht weiter ausdehnen kann, wenn es sich nicht weiter ausdehnen kann. Ja, aber die Theorie wird nicht mehr verfolgt und glaube ich wurde auch schon widerlegt. Yay, ich habe 5 tägliche Quests jetzt abgeschlossen. Yay, du hast was? So viele? Wie viele tägliche Quests haben wir unterwegs gemacht? Also ich weiß, dass ich einmal eine Daily vom Dunkelmond-Jahrmarkt gemacht habe. Ich habe irgendwo vielleicht mal eine Haustier-Daily gemacht. Du fragst und wirklich jetzt? Hm? Fragst dich wirklich jetzt, wie viele Dailies du jetzt schon gemacht hast? Ja, du nur anscheinend Erfolg gekriegt hast mit 5? Anscheinend waren es 5. Ich weiß bloß nicht mehr, wo genau die alle waren. So. Aha, ich brauche noch eine Kiste. Ich brauche noch meine private Kiste. Bright Life. So. Was? Ich hab da was gelernt. Na, das ist eine Leiche von einem Galdier, die hat Galdier. Ah ja, hier. Fehlt euch etwas? Ja. Redest du schon wieder mit NPCs? Ja. Er hat mich gerade gefragt, ob mir etwas fehlt. Und wir sind gleich zwei Dinge in den Kopf gekommen. Und eins davon war Geld. Ah ja. Das gute alte Geld. Ja. Geld ist toll. Wie sagte schon der gute alte Homer J. Simpson. Warum habe ich 3 Kinder und kein Geld? Wieso kann ich nicht keine Kinder und 3 Geld haben? Ja, 3 ist immer noch besser als keins, ne? Ein schwimmender Feendrache. Ah, Druiden sind so praktisch. Manchmal sind sie praktisch. Ja. Aber auch nur manchmal. Ansonsten sind sie komisch. Ja, sie verwandeln sich in verschiedene Tiere und freuen sich. Was müssen wir denn jetzt überhaupt machen?
Irgendeinen komischen Mob töten, der dich gerade haut. Ich hab hier schon wieder so einen komischen Soundbug. Der Hagar. Hagar. Der Schreckliche. Ja, das darf ich nicht vergessen. Das ist nicht Hagar der Großzügige, nicht Hagar der Schöne, sondern Hagar der Schreckliche. So. Was fehlt denn euch noch? Was fehlt denn euch noch? Prozentmäßig oder wie? Jupp. Ich bin bei 53. Ich hab grad mal 35. War das nicht der Hafen, wo die Dailies der Truscar sind? Ja. Ja. Noch ein Kampf. Ich würde gerne den Kampf verlassen. Einer fehlt noch. Der ist da vorne. Der schimmelt da vorne vor sich hin. Na dann gehen wir mal abgeben. Gehen wir noch nie rein hier? Kriegen wir eh gleich eine Quest, dass wir da reingeschickt werden. Ach so. Storm the House Nummer 2. So ein tolles Minispiel mal dazu. Zu der Quest hier? Nee, zu Storm the House. Da sind wir mal wieder beim guten alten Tassarian. Vor dem habe ich zurzeit das Schiff bei mir im Hafen liegen, in der Werft. Oh ja. Tassarians Faust. Ich benenne meine Schiffe immer um, sobald sie episch werden. Nee, ich lasse sie meistens so, wie sie sind. Außer sie sind, haben einen sehr grausamen Namen. Also ich fand das Schiff Yrels Befehl gar nicht schlecht. Bis es gesunken ist. Ja. Das dachte ich über die Tigerpranke. Oder, Deno, du kennst die Schiffe schon, aber, wie hast du jetzt die Hand von Taurus-San, war das, glaube ich? Ja. Und, Graumene ist stolz. Mhm. Und auf der, was meinst du, was ist auf der Hand von Taurus-San für eine Besatzung? Chris. Keine Ahnung. Worgen. Okay. Man könnte meinen, dass wegen den Namen die Hand von Taurus-San, dass da Zwerge als Besatzung drauf sind. Ja, klar, stimmt. Und auf Graumähne ist stolz worden, ne? Genau. Ist auch umgekehrt. Ja, er hat Graumähne ist stolz mit der Zwergenbesatzung und die Hand von Taurus-San mit der Worgenbesatzung. Genau.